Ja, herzlich willkommen zu Literatur fürs Studium. Das ist mittlerweile das fünfte Video in dieser kleinen Reihe und ich möchte Ihnen heute eine Publikation vorstellen, von der ich überzeugt bin, dass Sie die tatsächlich entweder als Paperback daheim im Schrank haben sollten oder aber digital nutzen, je nachdem, wie die Möglichkeiten sind, die Sie haben. Und zwar Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft, ein Reader. Weshalb habe ich damit eine ganze Weile gewartet? Der Reader ist in diesem Frühjahr als eine aktualisierte Variante erschienen. Das soll nicht heißen, dass Sie bitte, wenn Sie den dritten Reader haben, sofort loslaufen, die dritte Auflage haben, sofort loslaufen und sich die vierte Auflage besorgen. Die Änderungen halten sich im Rahmen. Nichtsdestotrotz ist eine aktualisierte Auflage gerechtfertigt. Und ich zeige Ihnen nicht hier das Paperback, die Paperback-Variante, die relativ mächtig ist, sondern ich zeige Ihnen den digitalen Zugang auf der Website von De Kreuter. Die Dresdner Studierenden sind in der glücklichen Lage, dass sie auf diese digitalen Editionen bei De Kreuter zugreifen können, da die Sächsische Landesstaats- und Universitätsbibliothek eine Konsortiallizenz mit De Kreuter vereinbart hat. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Sie daran zu erinnern, dass Sie bitte, 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 wenn Sie die digitalen Quellen von De Kreuter nutzen, immer über die Website von De Kreuter gehen und nicht über möglicherweise grau zur Verfügung gestellte Digitalkopien, die DozentInnen in abgeschlossenen Systemen, zum Beispiel bei Opal, für Sie zum Download bereithalten. Die mögen zwar von De Kreuter selbst oder über den SLUB-Zugang kommen, allerdings werden die Zugriffe auf diese grau verteilten Beiträge und Kapitel von Büchern nicht bei De Kreuter und nicht bei der SLUB gezählt. Das schadet im Wesentlichen dem Verlag und damit auch dann schlussendlich der Bibliothek und in letzter Konsequenz auch Ihnen, wenn diese Lizenz dann aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht mehr zur Verfügung steht. Deswegen benutzen Sie bitte immer den Zugang über De Kreuter und wenn DozentInnen Ihnen einen grau zur Verfügung gestellten Beitrag oder ein grau zur Verfügung gestelltes Kapitel in einem abgeschlossenen System präsentieren, erinnern Sie sich bitte daran, dass der Zugang über die De Kreuter Website laufen sollte, um die Verteilungswege der Publikation sauber dokumentieren zu können. Klammer zu. Ludger Hoffmann, ein Reader, warum empfehle ich das als gute Voraussetzung fürs Studium? Das Handbuch oder der Reader ist im Wesentlichen für Studierende gedacht, die die Einführungskurse bereits absolviert haben und in diesen Einführungskursen mit zahlreichen Einführungen konfrontiert worden sind, die für sie das linguistische Basiswissen handbuchartig und im Wesentlichen konfliktfrei und stolperfrei aufbereitet hat. Genau das Gegenteil erreicht man, wenn man in Ludger Hoffmanns Reader blickt. Denn neben allen linguistisch relevanten Großbereichen, Grammatik, Pragmatik, Soziolinguistik und so weiter, in die immer eine Einführung vorbereitend einführt, finden Sie Auszüge aus der originalen Forschungsliteratur, also zum Beispiel von Austin und Searle zur Sprechakttheorie oder von Chomsky und Tomasello zu Aspekten der Grammatik oder des sprachlichen Wissens. Und Sie können sich anhand dieser Auszüge ein Bild davon machen, wie die OriginalautorInnen einen bestimmten Gegenstandsbereich, linguistischen Gegenstandsbereich modelliert haben. Das weicht, Sie können sich sicher denken, sehr stark von dem homogenisierten, weich gezeichneten Bild ab, das Sie aus der Einführungsliteratur kennen. Ist aber sehr, sehr dankbar, wenn Sie sich zum Beispiel ein linguistisches Thema neu erarbeiten wollen und Rezeptionsgeschichte oder Rezeptionsposition und Originalposition des Autors oder der Autorin nebeneinander halten, um zu sehen, an welchen Stellen sich der thematische Anschluss forschungspraktisch lohnt und möglicherweise auch zu sehen, in welche Richtung sich die Forschung entwickelt hat, um hier so ein Bewusstsein zu entwickeln dafür, dass wir in der Linguistik tatsächlich auch mit kritischen und disparaten Meinungen
unsere Gegenstände beschreiben und analysieren. Und diese kritischen Positionen und diese Widerstände, die sich dadurch auftun, irgendwie auch aushalten müssen. Das ist sowohl für das Fachstudium als auch für das Lehramtsstudium eine wichtige Fähigkeit, die Sie während des Studiums erlangen müssen, dass es nicht die Antwort auf die Frage gibt, was ist ein zum Beispiel Prädikativum oder was ist Tempus. Ja, also das sind zwei Großkategorien, an denen man sich durchaus mehrere Jahre aufhalten kann in der eigenen Arbeit. Also eine echte Empfehlung, Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft, ein Reader, um die Forschungspositionen, die für Sie in Einführungen homogenisiert werden, an Originalliteratur, übersetzte Originalliteratur aufzurollen und für die eigene Arbeit fruchtbar zu machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Semester, egal ob Sie in Dresden studieren oder an einer anderen Universität. Und ich hoffe, wir sehen uns, für die, die in Dresden sind, zu einer der Vorlesungen in diesem Semester, Klammer auf, es wird um Diskurssemantik gehen und den Themenzusammenhang Macht und Ideologie und für alle anderen auf diesem Kanal. Bis dahin und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.